Kettlebell Challenge Session, mittlerer Leistungsgrad. Ich habe 29 Minuten gebraucht. Einfaches Warm-up, Deep Squat, Krabbeln, Push-Up, Plank, dann Military Press, Kettlebell Deadlift mit einem oder zwei Kettlebells. World's Greatest Stretch, auch als Hip-Opener bekannt. Staggered Row, Farmer's Lunge und Side Plank Rotation. Ja, damit seid ihr auch schon gut dabei. Warm-up, tiefe Hocke, kleines bisschen bewegen, guckt mal, wie mobil und stabil ihr in dieser Position seid. Dann krabbeln, immer wieder gut, vor und zurück achten. Natürlich, je mehr Platz ihr habt, desto besser geht das. Push-up-Plank, einfach schön gerade bleiben, das heißt nicht durchrutschen, runter oder hoch, möglichst eine Ebene bilden. Kettlebell Military Press zum Anfang, da sieht man, ich muss meine Schulter kompensieren, aber das ist eben halt, wenn du älter bist, dann kannst du schon mal was in der Schulter haben. Deadlifts, schön, einfach und gegebenenfalls mit zwei Kettlebells und ja, eigentlich müssten die schwerer sein. Und World's Greatest Stretch oder auch Hip Opener, super Übung, gerade für die Hüftmobilität. Guter Tipp für die Ellenbogenführung beim Rudern, stellt euch vor, ihr würdet mit der Hand in die hintere Tasche reinrudern, da wo ich mir den Kegelstreifen hingeklebt habe. Farmer's Lunges, macht sie nach vorne und wenn ihr erschöpft seid, dann geht ihr nach hinten, ist einfacher. Side Plank Rotations, tolle Übung. Wenn das zu schwer ist, macht die an einer Erhöhung, wird dann wesentlich leichter.